Hallo und Servus, liebe Zuschauer. Wir sind hier wieder bei Genius & Frenzy TV. Wir sind heute zu Gast bei Michi Högl im Tonstudio ISA 1. Lieber Michi, erstmal danke für die Einladung zu dir hier ins Tonstudio. Wir machen unser Spiel. Ich die Fragen, Michi, du die Antworten. Ich würde es jetzt einfach mal so anfangen heute, Michi. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Im Grunde wurde es mir ein bisschen in die Wiege gelegt, weil mein Vater war ja ein ganz bekannter Münchner Musiker mit seiner Band, und ich habe mit 6 Jahren eben so angefangen, Gitarre zu spielen. Natürlich die Blockflöten-Action war auch, und ja, dann hat sich das so entwickelt. Mein Papa war natürlich für mich immer so ein Idol, war einfach ein Hero für mich, und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich in die Musikbranche gehen möchte. Und dann bin ich mit 16 Jahren sofort nach dem Schulabschluss in das Unionstudio gegangen, als Tonassistent erstmal. Und da habe ich dann auch später sehr viel als Soundingenieur gearbeitet und Musikproduzent. Und dann habe ich angefangen, ein eigenes Studio zu machen. Wenn man jetzt hier bei dir auf die Homepage, Michi, vom ISA 1 Studio drauf schaut, ist ja gar nicht mehr, glaube ich, so unbekannt. Da ist ja auch ausgezeichnet, ein paar goldene Schallplatten schon mit Falco und so weiter. Wie ist es dazu gekommen, Michi? Im Grunde gibt es in der Plattenbranche oder in der Musikproduktionsbranche eigentlich nur so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die Leute fanden mich halt nett, talentiert, und ich habe damit in ganz jungen Jahren praktisch schon relativ bekannte Acts als Toningenieur und dann eben auch als Producer gemacht. Aber wie kommt man dazu an so eine ganz große Größe wie Falco? Das ist ja eine Legende eigentlich, so jemand, was ich in meiner Jugendzeit gehört habe, ist unsterblich eigentlich, so jemand. Also die größte Legende, mit denen ich jemals gearbeitet habe, war die Band Supertramp. Und die haben sich die Sachen angehört, die ich so gemacht habe, und haben eben in München was produzieren müssen, und da hatte ich die Chance, das zu machen. Okay. Und mit Falco war es ähnlich. Zu Peter Maffay kam ich über den Frank Dietz, ein lieber Freund von mir, und ja, irgendwie ging es immer weiter und hat Gott sei Dank bis heute nicht aufgehört, denn das ist ja ein ganz großer Teil meines Musikschaffens. Und der andere Teil ist eben die Band. Jetzt sind wir ja heute hier bei dir im ISA 1 im Studio. Wann hast du angefangen, dass du dir dein eigenes Tonstudio aufbaust? Ich habe 1900, was weiß ich, in den 80er Jahren habe ich mal angefangen, selbst zu komponieren, und habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt die Demos mache und in die großen Studios gehe, dann brauche ich sehr viel Geld. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir mal eine 16-Spur, damals noch eine kleine Maschine und ein kleines Pult, und so hat es angefangen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, dann gehen wir halt zu dir und nicht in die anderen Studios. Außerdem sind sehr viele Studios, haben mittlerweile zugemacht, weil die Plattenbranche oder überhaupt die Musikbranche von der Produktionsseite einfach sehr, sehr schwierig geworden ist. Und ich denke, das ist jetzt, ich habe ein eigenes Studio seit, denke ich mal, ja, seit Mitte Ende der 80er Jahre. Und das hat sich dann so aufgebaut. Wobei jetzt die großen Acts, die habe ich in den großen Studios gemacht, beziehungsweise Peter Maffay natürlich bei ihm selbst in Tutzing draußen. Der hat ja ein wunderbares Studio. Ich selber, Michi, kenne dich ja von der Wiesen her, aus dem Weinzelt. Dein Ding ist ja die Högl Fahnenband, und ich bin ja da selber auch ein ganz großer Fan von dir. Danke. Und von deiner Musik, Michi. Wie stehst du dazu, oder wie bist du allgemein auf die Wiesen überhaupt gekommen dann damals? Also ich bin natürlich neben der Wiesen aufgewachsen. Ich bin ein Sendlinger, ein Sendlinger Kind, genau. Und ich bin mit meinem Bruder, immer mit dem Stefan, mit dem Radl schon nach der Schule jeden Tag auf die Wiesen gefahren. Dann haben wir Überschlagschaukeln gemacht, wie ein Wettbewerb, wer mehr schafft und so weiter. Ja, und Wiesen gibt es, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und dann hat natürlich mein Vater dort gespielt, in verschiedenen Zelten. Der war mal beim Käfer, dann hat er im Hackerzelt gespielt und im Weinzelt.
Und als es meinem Vater nicht so gut ging, was ihm leider dann auch das Leben gekostet hat, der ist leider vor 14 Jahren ist er verstorben. Und da habe ich mal in seiner Band mitgespielt. Wir haben auch die Tourneen zusammen gemacht. Aber da hat mich der Stefan Kufler eben gesehen. Und der hat dann mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, im Weinzelt zu spielen. Der hat mich da gesehen, hat mich singen gehört. Und das war eigentlich der Grund, wie ich ins Weinzelt kam. Aber eins ist natürlich klar, also ich bin jetzt, es gibt viele, die sagen, ja, du bist in die Fußstapfen des Vaters. Das ist richtig, aber aus den Fußstapfen würde man sehr schnell wieder rausfallen, wenn man das nicht machen würde, wie man es selbst macht. Und die Band ist anders als die Band meines Vaters und auch die Attitude, das würde nicht mehr funktionieren wie damals, aber es ist schön, diese Tradition weitermachen zu dürfen. Jetzt, ich kenne es ja von früher noch so, die Auftritte hier, was mich total mitgerissen haben, das war so Major Tom und so, und man redet ja jetzt dieses Jahr viel über so, vielleicht wird der Wiesenhit von Helene Fischer hier atemlos, und wir haben uns ja gerade vorher noch ein bisschen so unterhalten, so Backstage hinten so, da ist ja was geplant von dir, so atemlos, so mit einem Wiesenbarometer-Hit, ja. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, atemlos wird mit Sicherheit einer der Wiesenhits. Wir haben dieses Jahr eigentlich ganz gut gute Chance, einige Wiesenhits zu haben. Auf uns wird mit Sicherheit groß werden. Dann glaube ich auch, dass Tage wie diese nach wie vor ein super Wiesenhit. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen Oldie-Wiesenhits, die einfach nach wie vor mit Sicherheit die Leute gerne hören wollen. Bei Atemlos ist es so, dass es sehr polarisiert. Es gibt Leute, die lieben Atemlos, und es gibt Leute, die mögen es nicht. Und ich habe mir überlegt, da was Besonderes zu machen. Und zwar werden wir einen Atemlos-Barometer machen. Und jeder, der irgendwie kann sich atemlos wünschen oder kann es auch wieder abwünschen. Aber das Genaue, das sage ich euch noch nicht, weil das passiert dann auf der Wiesn. Ja, das wird dann bestimmt eine ganz lustige Geschichte, wo sich alle freuen müssen. Glaube ich schon. Freuen sollten, sagen wir es mal so. Ja, Michi, mal eine Frage. Was würdest du denn dieses Jahr eigentlich so wünschen vom Publikum im Weinzelt? Dass es genau so wieder wird, wie es immer ist, weil es wunderbar ist. Ich finde es, die Gäste im Weinzelt sind für mich ja die Besten auf der Wiesn. Ist einfach so. Es ist ein gewisses Niveau, es geht nie unter die Gürtellinie. Meine Bandkollegen passen, also auch die anderen, unsere Freunde von der Blechblasen und unsere Freunde von den Sumpfkröten. Es passt, und es passt auf das Klientel im Weinzelt, und ja, ich freue mich riesig, wie jedes Jahr, und es kann sofort losgehen. Deine Kinder sind ja auch jetzt so langsam mal mit eingestiegen schon über die Jahre, das habe ich ja selber mit schon erlebt. Denkst du mal, dass die mal eines Tages in deine Fußstapfen mal mit reinsteigen? Also ich glaube, dass man Kinder, denen kann man was zeigen, aber man sollte ganz vorsichtig sein. Oder sie nicht zwingen dazu? Nee, auf keinen Fall. Wobei beide, Stefanie und Antonio sind, die waren ja beide öfter mal auf der Wiesn und mit mir, und waren beide mit mir schon auf der Bühne, und es macht ihnen halt riesen Spaß. Und dann, ob es dann mal so ist, das entscheide nicht ich. Die Wiesn ist ja das eine Thema. Ist ja eine super Truppe da draußen, auch mit dem Stefan Kufler, und das macht jedes Jahr wahnsinnig Spaß. Aber was passiert nach der Wiesn jetzt, Michi, dann? Wenn so der letzte Tag ist immer, da ist ein bisschen Wehmut dabei. Wie geht es dann weiter? Ganz kurz noch zum Stefan Kufler gesagt, überhaupt zur Familie Kufler und natürlich Stefan, weil er mein erster Ansprechpartner ist. Ich kenne keinen Wirt, der so ein Gentleman ist wie der Stefan. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, und ich hoffe, dass es lang noch geht, weil es wirklich was Besonderes ist. Also da ist von meiner Seite auch ein ganz, ganz großer Respekt ihm gegenüber, weil er eigentlich den Bands gegenüber und
nur von der Seite kann ich es ja beurteilen, einfach toll ist. Nach der Wiesn ist es so, dass wir eingeladen sind auf den Cannstatter Vasen. Da spielen wir dann noch zwei Shows. Nach der Wiesn am Freitag und Samstag. Und am Sonntag fliegen wir sofort nach China, nach Macau. Das ist mittlerweile die größte Spielerstadt der Welt. Also hat schon Las Vegas in Schatten gestellt. Also viel Geld mitbringen halt. Nee, ich versuch's dort zu verdienen. Okay. Und da sind wir im MGM für 11 Shows. Und also Metropolitan Goldwyn Mayer haben uns da engagiert. Und das ist für mich auch eine ganz tolle Geschichte, weil wir dort angefangen haben im ersten Jahr. Am ersten Abend, denke ich, waren es 60 Leute. Und das war natürlich schrecklich für mich, weil ich kam gerade aus Holland, haben wir in Holland gespielt vor, ich denke, so um die 8.000 bis 10.000 Menschen. Davor waren wir auf der Wiesn und auf dem Cannstatter Vasen und dann 60 Leute in Macau. Und mittlerweile ist es so, dass es jeden Abend ausverkauft ist. Das heißt, das ist nicht so groß, 2.800, aber es ist jetzt schon fully booked und das freut mich natürlich. Also das passiert nach der Wiesn. Und dann komme ich im November zurück und dann habe ich Galas mit der Band. Also auch unter anderem auch die, ganz was anderes, die Europameisterschaft im Latin Dance. Okay. Also die spielen wir dann live. Ja, wir sind also, wir sind ja eine sehr wandelbare Band. Aber jetzt geht's erst einmal auf die Wiesn. Ja, das ist schön. Also wie gesagt, ich bedanke mich ganz recht herzlich gerne bei dir, Michi. Gerne. Wünsche dir auf der Wiesn jetzt viel Erfolg, allen anderen Bands auch natürlich. Danke. Der Familie Kufler eine wunderschöne Wiesn und jetzt, liebe Zuschauer, geben wir zurück in unser Studio. Dankeschön.